Hey, in diesem Video werde ich euch erklären, wie ein guter Spielmodus in Minecraft meiner Meinung nach funktioniert, am Beispiel von Deathrun. Ich werde euch in diesem Video erklären, was meiner Meinung nach einen guten Spielmodus ausmacht und wie so einer auch zustande kommen kann. Zuerst, wie kam Deathrun überhaupt zustande, sage ich jetzt mal. Also, im Dezember 2014 hat der Spielmodus geöffnet. Und da es zu dieser Zeit noch keinen richtigen Parkour-Spielmodus gab in Minecraft, also nicht auf den bekannten Servern außer TNT Run, brach ein kleiner Hype aus. Der momentan größte Minecraft-YouTuber DanTDM ist auf diesen Hype aufgesprungen und hat Deathrun als seinen absoluten Lieblingsspielmodus erklärt. So bekam Deathrun schon ziemlich früh eine ziemlich große Aufmerksamkeit. Deathrun war für sehr, sehr lange Zeit das meistgespielte Spiel auf dem Hive-Server und gehört heute immer noch zu den meistgespielten Spielen auf Hive. Eine sehr wichtige Sache in Deathrun war von Anfang an die Serverunterstützung. Das Serverteam, die Developer und das Hive-Team insgesamt hat Deathrun sehr stark unterstützt, indem schnell neue Maps rausgekommen sind und Sachen überarbeitet wurden und Bugs gefixt wurden, wo es nur ging, und sodass dieser Spielmodus einfach komplett smooth war und dass man eigentlich keine wirklichen Probleme mehr hatte. Außerdem ist der Spielmodus auch nicht vom Versionenwechsel von der 1.8 zu 1.9 betroffen, da es ja nichts mit PvP zu tun hat und man einfach nur andere Strafes kriegt. So kann man den Spielmodus auch von 1.8 bis 1.12, die alle von Hive supported werden, spielen und hat in keiner einzigen Version Probleme. Noch eine wichtige Sache für mich und auch für die Popularität von Deathrun ist die Fairness. Es gibt extrem wenig Hacker, da Hacker extrem schnell ertappt werden, die einfach herumspeeden und auch fliegen können. Und die meisten Hacker, die das machen, die können kein bisschen Parkour spielen, weshalb man, wenn man gut im Parkour ist und die Strafes gut einsetzt, eigentlich immer gewinnt gegen Hacker. Auch wenn man einen Report auf dem Hive-Server stellt, dann werden die Hacker meistens sehr schnell gebannt. So hat man nicht wirklich Probleme mit den Hackern. Und auch ich hatte in meinen 15.000 Spielen Deathrun vielleicht nur 20 Hacker. Zur Fairness gehört für mich aber auch, dass jeder die gleichen Chancen hat. Niemand kriegt durch bessere Kits oder irgendwelche Upgrades krassere Strafes oder so, sodass man einfach schneller ist. Jeder hat die gleichen Mittel, jeder hat seine zwei Beine, mit denen er sprinten kann, und die drei Strafes, mit denen man sich nach vorne boosten kann, und die sind immer gleich. Das Einzige, was geändert werden kann, sind optische Dinge wie ein Banner auf dem Kopf oder auch eine Spur, die man zieht. Und die letzte wichtige Sache ist die Community. Die Community bemüht sich sehr, im Hive-Forum neue Vorschläge für den Spielmodus einzuführen und ist an sich auch eine sehr freundliche Community. Es gibt die Tryhards, die Casuals und natürlich auch die Wannabes. Also was ich damit sagen will, egal wie ihr Deathrun spielen wollt, ihr werdet immer ein paar Kumpels finden, mit denen ihr das dann zusammenspielen könnt. Ach, und bevor ich noch eine Sache vergesse, auch die verschiedenen Spielstile werden natürlich betont. Man kann einfach nur casual spielen und einfach nur versuchen, dem Death zu entkommen. Man kann aber auch versuchen zu tryharden und versuchen, die besten Zeiten auf den Maps zu kriegen, indem man Speedruns macht. So wurde auch auf den Vorschlag von der Community Millisekunden eingeführt, sodass man jetzt ganz genau sagen kann, was für eine Zeit man auf verschiedenen Maps hat. Und es ist sogar schon so weit gekommen, dass auf speedrun.com wir unsere eigene Seite haben. Ich bin selber Moderator auf der Seite von speedrun.com für Deathrun und es sind inzwischen schon über 1000 Runs eingereicht worden. Und das macht es vor allem für die Tryhards angenehm, da es einfach ein ziemlich schnelles Gameplay hat und man eigentlich nur 20 Sekunden warten muss, bis ihn eine neue Runde anfängt. Also als Premium. Aber auch als Non-Premium-Spieler geht's relativ schnell los. Was macht für euch ein gutes Minispiel in Minecraft aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao!